Ja, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz mit unserem Coach, Nationalcoach Murat Yakin, nach dem Spiel gegen Portugal. Wer möchte? Oder Murat, willst du eine kurze Einschätzung geben? Erstes Fazit. Ja, wir sind sehr enttäuscht natürlich. Es ist eine bittere Niederlage. Bitter auch der Ausfall vor dem Spiel von Ruben, der, glaube ich, eine starke Muskelverletzung erlitten hat. Ja, wir hatten einen Plan, aber leider haben wir einen starken Gegner wie Portugal erreicht heute, wo wir am Anfang sicher einen guten Spiel reingekommen sind. Ja, und, das Glück nicht auf unserer Seite war, dass wir in Führung gehen konnten. Aber der Gegner war gut, hat eine schnelle Umschaltphase erwischt, wo wir nicht gut verteidigt haben. Und deswegen auch, denke ich, auch zu Recht dieses Resultat, wo wir dem Gegner nur gratulieren können. Wer möchte die erste Frage stellen? Christian Finkbeiner, bitte. Ja, hallo Murat. Im letzten Herbst bei der WM-Qualifikation war die Defensive eigentlich sehr gut, sehr stark, war die Basis zur Qualifikation. Jetzt in diesen zwei Spielen hat sie doch sehr viele Fehler gemacht, kam unter Druck. Siehst du eine Erklärung, warum das so divergiert und was ist das Problem? Gut, es ist eine lange Saison, es sind auch nicht gerade alle Spieler auf dem Platz gestanden, wo wir im Herbst zur Verfügung gehabt haben. Keine Kritik jetzt an die jetzigen Spieler, es war auch hier sehr lange. Es haben sicher auch einige Spieler heute gespielt, die auch nicht groß einen Rhythmus gehabt haben. Dass wir natürlich jetzt mit diesen vier Spielen versuchen, eine gute Mischung reinzubringen, dass wir auch heute auch probiert haben, eine gute Dosis oder guten Rhythmus zu spielen. Aber der Gegner hat Weltklassenspieler, die jetzt genau dieses Spiel heute umgesetzt haben, wo sie gebraucht haben, dass wir zwar gut kombiniert haben, haben einige gute Stationen, aber dann beim Ballverlust ging es ein bisschen zu schnell. Und das war sicher der große Knackpunkt in dem Spiel, wo wir heute dann mehrheitlich nicht verteidigen konnten. Daniel Visentini. Murat, est-ce que tu as le sentiment que l'équipe a un peu perdu de ses repères, de ses certitudes, de ses assurances avec ces deux matchs contre la Tchéquie et contre le Portugal ce soir? Et est-ce que ça, ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être aussi ce qui s'est passé en Tchéquie, t'inquiète à six mois du Mondial? Murat, jetzt nach diesem Spiel gegen Tschechien und auch gegen Portugal, denkst du, dass die Mannschaft so ein bisschen dieses Grundvertrauen und das, was sie stark gemacht hat, zuletzt verloren hat oder verlieren wird? Und bist du beunruhigt darüber und über diese Situation? Ja, wir müssen das sicher jetzt selber an der eigenen Nase nehmen. Und ich denke, dass das, wir wissen ja, wie es funktioniert, wie es funktioniert hat im Herbst. Als Fußball und Sport allgemein kann es nicht immer aufwärts gehen. Wir hatten starke Phasen im Herbst, dieses Jahr noch nicht positiv, auch ein bisschen unglückliche Niederlagen gehabt. Aber ich denke, dass jetzt auch mit der Nations League wir versuchen, jedem eine Chance zu geben, dass wir eine gute Dosis haben. Und oftmals klappt das halt nicht, weil die Zusammenspiele halt nicht auch gewisse Automatismen im Spiel drin sind. Ich denke, das müssen wir richtig analysieren. Wir müssen das jetzt nicht, wie soll ich sagen, dass es morgen gut analysieren mit der Mannschaft. Wir haben noch zwei Heimspiele. Es war heute nicht unser Abend. Das müssen wir einfach irgendwann mal akzeptieren und dann vorwärts schauen. Es ist ja jetzt klar, wenn man diese Aufstellung sieht, haben wir sechs neue Spieler gebracht. Wir haben die Qualität in der Mannschaft und es gibt auch einige, die jetzt, das müssen wir irgendwo respektieren und auch Verständnis dafür haben,
Beunruhigt bin ich nicht, absolut nicht. Ich sehe es auch nicht, dass eine Krise überhaupt nicht. Wir haben die Qualität und da müssen wir als Mannschaft zusammenstehen und vorwärts schauen. Sebastian Rieder, bitte. Ja, Murat, wie fest haderst du mit diesem aberkannten Tor? Fabian Schär, Handspiel, Harris trifft zum 1:0. Wie fest beschäftigt das dich jetzt noch? Ja, es war auch im Spiel gegen Tschechien so, dass wir die ersten Phasen immer uns im Spiel gehabt haben, leider die Führungstor nicht erzielen konnten. Dann haben wir uns gerade im Gegenangriff dann uns erwischen lassen. Ja, momentan glückt uns die Aktionen nicht. Wir haben einen großen Aufwand immer betrieben, versuchen den Ball gut zu laufen zu lassen. Aber es ist klar, dass die defensive Rückwärtsbewegung, gerade die langen Distanzen, unser Gegner jetzt immer bestraft hat. Das ist der Negativpunkt, wo wir jetzt in unseren beiden Spielen hinnehmen müssen, aber wo wir sicher besser machen können. Das bin ich überzeugt. Und irgendwann muss jetzt auch natürlich auch mal für uns, unserer Seite mal das Glück wieder zukommen, dass wir ein Führungstor erzielen, dass wir im Spiel drin sind. Und dann bin ich überzeugt bei den beiden Heimspielen, dass wir das umsetzen können. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall. Tobias Wiedermann noch eine. Ja, noch eine Frage zu Lotomba, den du auf dem Flügel hast spielen lassen. Wieso hast du nicht mit Okafor 1:1 Vargas ersetzt? Das wäre ja wahrscheinlich im Rahmen deiner Idee die 1:1-Lösung gewesen. Wolltest du einfach eine Chance geben, den Spielern, die jetzt nicht so oft gespielt haben? Ja, man muss ein bisschen den Rhythmus berücksichtigen, dass doch in 4 Tagen oder nächste Woche wieder 2 harte Spiele auf uns zukommen. Wir haben mit Noah Breil und auch mit Remo, die ich jetzt draußen gelassen habe, wie auch Silvan Widmer, die Wechsel vorgenommen haben, dass ich dann vorgehabt habe auf Donnerstag und Sonntag. Ich bewusst die 4 Spieler, die ich rausgenommen habe, nicht von Anfang gebracht, weil ja, es kommen wieder intensive Spiele am Donnerstag und Sonntag, weil die doch schnellkräftig sind, wie ein Noah, wie ein Breel, die diesen Rhythmus sicher kennen. Aber wir müssen das jetzt nicht riskieren. Wenn man einen Plan gehabt hat, einen Noah rauszunehmen und ihn vorbereiten auf Donnerstag und Sonntag, dann denke ich, kam es gelegen, dass Jordan, der jetzt ja, selten gespielt hat in der Nationalmannschaft und auch die Position kennt, eine Linie weiter vorne mit seiner Schnelligkeit. Also ich glaube, nur an dieser einen Position lag es nicht, dass wir heute die Rückwärtsbewegung von allen ein bisschen vermisst haben. Ja. Monsieur Ducré. Une question sur les blessés entre Zuber, Akenji, Elvedi et Vargas. Est-ce qu'on va les récupérer d'ici jeudi? Noch eine Frage zu Steven Zuber, Vargas, Elvedi und Manu Akanji. Wie ist der Zustand von Ihnen? Werden Sie für die nächsten beiden Spiele wieder fit sein? Also ich denke bei Ruben Vargas, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ich habe ihn gesehen, dass er getragen werden musste und nicht mehr auf den Beinen stehen konnte. Also es wird für die nächsten beiden Spiele sicher nicht möglich sein. Manuel Akanji macht große Fortschritte, trainiert morgen mit der Mannschaft mit und versuchen den Teileinsatz am Donnerstag mit ihm vorzubereiten. Ich hoffe, dass wir es auch von Anfang machen können. Bei Elvedi hat leichtes Training gemacht, aber nicht intensiv, auch wie Zuber. Aber ich denke nicht, dass die beide einsatzbereit sind am Donnerstag. Okay, vielen Dank und einen schönen Abend auch unsererseits und gute Heimkehr.